Schon länger geht es mit dem Ölpreis immer weiter nach unten. Das freut jeden, der an der Tankstelle merkt, dass es billig ist, wie lange nicht mehr voll zu tanken. Patrick Hesselhut, schlecht ist das natürlich für diejenigen, die Öl verkaufen, wie zum Beispiel die Ölproduzenten, denn die leiden darunter, wenn es immer billiger wird, inwiefern man da überhaupt von Leiden sprechen kann. Aber was ist denn überhaupt der Grund für diesen starken Rückgang beim Ölpreis? Ja, Analysten sind sich weitgehend einig, dass die Gründe nicht auf der Angebotsseite liegen, sondern vielmehr auf der Nachfrageseite. In den letzten Monaten, Wochen kamen immer schlechtere Konjunkturdaten, vor allem auch aus den USA rein. Das hat natürlich so den Konjunkturpessimismus befeuert. Und tatsächlich scheint die wirtschaftliche Nachfrage, vor allem in den drei großen Abnehmerregionen USA, China und Europa, doch zu lahmen und entsprechend hier dann eben auf die Nachfrageseite zu drücken, sodass wir das dann in leichteren Ölnotierungen sehen. Die Frage ist natürlich, bleibt das so? Wird es vielleicht sogar noch billiger oder müssen wir eher mit einer Kehrtwende rechnen? Das hängt viel davon ab, wie sich die Wirtschaft im zweiten Jahresverlauf entwickelt. Also wir haben ja Zinssenkungen jetzt gesehen zur Stützung sozusagen der Wirtschaft. Wenn das hilft und die Wirtschaftsdaten besser werden, vor allem aus den USA, gibt es natürlich auch eine Chance, dass die Nachfrageseite sich wieder belebt. Wenn das ausbleibt und da muss man eben jetzt wirklich dann die Daten beobachten, die reinkommen, dann kann es natürlich auch zu einem Seitwärtsmarkt oder im Zweifel sogar zu noch weiter fallenden Notierungen führen. Und sehen wir ja hier immer den Verlauf des Ölpreises abgebildet, in dem Fall über ein Jahr. Der Preis wird in Dollar notiert. Was jeder nicht weiß, man schaut auf bestimmte Ölsorten. Hier ist es die in der Nordsee vor allen Dingen vorkommende Ölsorte Brent und Barrel. Heißt, dass es eine Menge von etwas mehr als 150 Litern ist. Fass könnte man auch übersetzen. Aber was man nicht so weiß, wo findet dieser Handel, an dem sich der Preis bildet, eigentlich statt? Zumindest hier an der Börse habe ich jedenfalls noch nicht gesehen, dass jemand Ölfässer rein und raus rollt. Ja, es gibt mehrere große Börsen in London, aber auch in den USA. Chicago ist eine bekannte. Dort wird Öl gehandelt und zwar auf unterschiedliche Art und Weisen. Man kann Öl direkt erwerben, sozusagen man spricht dann vom Spothandel. Das heißt, man kauft jetzt eine gewisse Menge Öl, kriegt die auch direkt geliefert. Das ist natürlich eher ein Thema für die Industrie, industrielle Zwecke. Man kann Öl aber auch auf Termin kaufen und das passiert dann doch eben häufiger, dass man sagt, ich möchte es gar nicht jetzt haben, sondern erst im Dezember diesen Jahres. Ich kaufe es aber jetzt schon, ich sichere mir jetzt den Preis, ich weiß, was ich jetzt bezahle für Lieferungen in 2-3 Monaten oder in einem Jahr, wie auch immer. Und da kann man einen Future-Kontrakt erwerben. Das sind in der Regel dann 1000 Barrel. Das hängt aber auch von der Sorte genau ab. Aber bei Brent sind es jetzt 1000 Barrel als Beispiel. Und dann würde man, wenn man diesen Future tatsächlich auslaufen lässt und nicht vorher verkauft, die 1000 fast dann auch geliefert bekommen zum Lieferzeitpunkt. So funktioniert der Ölhandel. Ja. Das ist dann also etwas, was wirklich diejenigen betrifft, die dann Öl entweder wirklich brauchen, en gros verkaufen oder vielleicht als Zwischenhändler mit entsprechenden Kapitalausstattung auf Differenzen setzen, um dann vielleicht so einen Kontrakt dann auch nochmal zu verkaufen, bevor das Öl geliefert wird. Das heißt, für Privatanleger gibt es eigentlich keine Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Es ist schwierig, an Öl, aber auch an anderen Rohstoffen, die eben in Future gehandelt werden, sich zu beteiligen. Man kann natürlich unter gewissen Voraussetzungen vielleicht sogar auch Zugang zu diesen Börsen bekommen, wenn man die entsprechenden Grundvoraussetzungen, auch ein gewisses Mindestkapital mitbringt. Das ist aber eher die Ausnahme tatsächlich. In der Regel ist es so, wer als Privatanleger auf den Ölpreis setzen möchte, bedient sich Wertpapiere, strukturierte Wertpapiere, wie beispielsweise Zertifikate oder Optionsscheine. Es gibt aber auch ETCs, die dann eben den Ölpreis nachbilden oder besser gesagt den Öl-Future-Preis nachbilden. Das heißt, es ist so ein Mittelding. Ich kann als Otto-Normalanleger durchaus auf den Ölpreis setzen, wenn ich auf Zertifikate, Optionsscheine oder ETCs, Exchange Traded Commodity ist da die Abkürzung, setze. Was heißt das genau? Also ich kaufe dann ja nicht wirklich das Öl, sondern was kaufe ich dann am Ende wirklich? Man kauft ein strukturiertes Wertpapier, was sozusagen den Kurs verbrieft von dem Basiswert Öl. Also letztlich geht der Emittent dieses Papiers, die Bank, her, kauft dann selber zur Absicherungsposition beispielsweise einen Future-Kontrakt auf den Brent-Öl-Kurs oder auf Brent-Öl. Breitet das entsprechend in kleinen Portionen auf und verbrieft das dann einem Zertifikat, was sich beispielsweise so ausdrückt, dass man sagt, man kann an einem Teil dieses Futures teilhaben, an einem Barrel, was jetzt gerade eben bei um die 70 Dollar steht. Dann kostet das Produkt, sagen wir einfach mal beispielsweise 70 Dollar in Euro umgerechnet, also irgendwie vielleicht 63 Euro, würde dann so ein Zertifikat kosten, was dann 1:1 diesen
Öl-Future-Preis nachbildet. Und das wäre so ein 1-zu-1-Zertifikat, habe ich richtig verstanden? Genau, es gibt so endlose Partizipationszertifikate oder Index-Tracker-Zertifikate werden ja auch genannt. Die bilden einfach eine Einheit, also ein Barrel Öl ab. Das kann Brent sein, es gibt aber auch andere Sorten. Und das sind einfach ungehebelte Wertpapiere, die einfach den Preis in Dollar zu jeder Zeit abbilden. Die gibt es auch währungsgesichert beispielsweise, es gibt unterschiedliche Ausgestaltungen, aber in der Regel ist es dann so, einfach 1-zu-1 wird der Ölpreis entsprechend nachgebildet über dieses Wertpapier. Man kann ein Stück kaufen, das heißt, Stückelung ist dann wirklich 1, kann man sich in sein Depot legen und partizipiert dann an der Ölpreisentwicklung. Also das wäre quasi der simpelste Fall, aber Sie haben ja auch gesagt, es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Fragen wir mal nach, Anlagezertifikate können ja auch Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate sein, gibt es das hier auch? Es gibt eigentlich theoretisch alle Möglichkeiten, mit dem Ölpreis auch so zu arbeiten wie mit einer Aktie oder mit einem Index. Das heißt, man kann Bonus-, Discount-Zertifikate darauf emittieren. Natürlich ist die Nachfrage auch relevant, weil ein Emittent möchte nicht ein sehr großes Bereich an Produkten anbieten, die vielleicht dann gar nicht Absatz finden. Das heißt, hier wird schon geguckt, was auch bei den Anlegern danach gefragt wird. Mhm. Discount-Zertifikate in der Regel auf den Ölpreis schon. Das heißt, hier gibt es ein entsprechendes Angebot dann auch auf Discount-Zertifikaten, auf den Ölpreis, wo man den Ölpreis ein Stückchen günstiger erwirbt mit einem Abschlag und sich dafür in der maximalen Kursentwicklung deckelt. Das ist so ungefähr die Funktionsweise. Es gibt aber auch Hebelprodukte und die werden sehr, sehr gern tatsächlich benutzt bei Öl. Also Hebelinstrumente, die dann einfach die Preisentwicklung verstärken, sprich einen Gewinn verstärken, aber eben auch einen Verlust verstärken. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man mit diesen Hebelinstrumenten auch auf fallende Notierungen setzen kann, was beim Direkterwerb natürlich nicht möglich ist. Ja, das heißt also, es gibt die ganze Palette an Zertifikaten, Optionsscheinen auch für den Ölpreis als Basiswert. Wo muss man denn den Ölpreis als Basiswert für die verschiedensten Instrumente ansiedeln? Also Sie sagten ja schon, es ist durchaus beliebt. Kann man das klassifizieren? Kommt das direkt hinterm DAX oder hat sich da auch was getan in den letzten Monaten, dass die Beliebtheit zugenommen hat? Also der Ölpreis war lange, lange Zeit, viele Monate, fast ein, zwei Jahre würde ich sagen, eher weiter unten von der Beliebtheit, also ist abgesunken, eigentlich im gleichen Zuge, wie die Tech-Werte an Beliebtheit gewonnen haben. Mhm. Das ist so ein Bild, was man wirklich über ein, zwei Jahre konstant sehen kann. Jetzt haben wir seit einigen Monaten aber eine Schwäche bei den Tech-Werten, was nicht nur dazu geführt hat, dass Gold sehr beliebt geworden ist, sondern auch Öl wieder. Und Öl ist jetzt auf Platz 10, zumindest bei uns, im Ranking aufgestiegen, als der 10 beliebteste Basiswert. Also wieder ein reges Interesse an Öl tatsächlich und auch den Ölzertifikaten damit. Welche Chancen, aber auch welche Risiken sind mit Zertifikaten, Optionsscheinen auf Öl verbunden? Chancen sind natürlich, ich kann an der Kursentwicklung teilhaben, ich kann auch währungsgesichert teilhaben, ich kann mit einem Hebel teilhaben. Also hier gibt es alle Spielarten eigentlich, die möglich sind oder denkbar sind. Risiken sind natürlich, ich habe das Marktrisiko von Öl. Das heißt, wenn Öl sich eben anders entwickelt, als ich es erwarte, kann ein Verlust bis hin zum Totalverlust auch eintreten bei Hebelinstrumenten. Ich habe ein Währungsrisiko natürlich zusätzlich, was ich natürlich auch rausnehmen kann, indem ich mir ein Quanto-Produkt mal anschaue, wo dann die Währungsrisiken eben weggehedged sind. Aber im Grunde habe ich ein Währungsrisiko, weil es eben in US-Dollar gehandelt wird. Mhm. Und das dritte Risiko ist natürlich das Emittentenrisiko, da Zertifikate und Optionsscheine strukturierte Wertpapiere sind, ähnlich wie Anleihen, die keiner Einlagensicherung unterliegen. Ja, also, aber so ist das halt. Wenn man Rendite machen will, muss man ein Risiko eingehen. Das gilt erst recht für Zertifikate und nochmal erst recht für Hebelinstrumente, wo dann, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, bei Hebelinstrumenten auch sehr schnell ein Totalverlust entstehen kann. Das ist noch nicht mal was Ungewöhnliches, aber es gilt generell für Hebelinstrumente, jetzt nicht unbedingt speziell für den Ölpreis. Also ein sehr vielfältiger Basiswert, kann man sagen, der nicht nur für Autofahrer im Mittelpunkt des Interesses ist, sondern eben zunehmend auch im Mittelpunkt des Interesses der Anlegerinnen und Anleger. Patrick Hesselhut, vielen Dank für das Gespräch und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.